Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dübel Detlef and Friends. Und ihr seht hier mal wieder das große Chaos. Ich fahre alleine. Es ist entspannender. Man freut sich so ein bisschen. Man hat Musik an. Man kommt auf einer Karte. Evil Joe ist da drüben. Vielleicht für euch, wenn ihr Evil Joe nicht kennt. Evil Joe ist der mit den meisten Spielen im WoT. Also wenn das der Evil Joe ist, der ich denke, dann müsste es der sein mit den meisten Games im Game. Joa, so, das sieht erstmal so gar nicht so verkehrt aus. Wir haben auch zwei gute Spieler. Das Gegnerteam hat auf jeden Fall auch schon mal gute Spieler. Wird spannend, keine Arti. Auf der Map mit dem Setup. Schon übel. I hate this map, ja. Wer macht das nicht? Wer macht das nicht? Also es fährt schon mal... Don't cross a river heißt das natürlich auf der Map. Und das macht schon mal keiner. Es fährt keiner rüber. Das ist schon mal super. Aber ein Spotter wäre eigentlich ganz cool. Muss ich ehrlich sagen. Also gegen Spotter hätte ich jetzt an sich nichts so. Da sehen wir schon mal welche, die auf jeden Fall auf unsere Seite gefahren sind. Und da kommt ein richtiger Pulk an. Und der wird der schön auspacken jetzt. Da würde ich so nichts, theoretisch nichts mehr abkriegen. Von der Seite. Von daher gucke ich einfach mal, dass ich hier vielleicht wen aufkriege, der hier gleich versucht hinzufahren. Und schieße den einfach mal aus dem Leben. Wie wir sehen, da gibt es nämlich jetzt tierisch auf die Fresse. Ja, ist logisch. Die werden jetzt nach und nach wegplatzen. Darüber zu fahren ist einfach dumm. Ne? E7 genauso. Das ist nicht wahnsinnig intelligent, da zu crossen. Und irgendwann wird ja hier auf der Seite wird irgendwer ankommen. Und dann steht der Papa hier mit seiner Riesengun. Muss natürlich auch erstmal treffen, ne? Ja, es ist natürlich für euch ein bisschen langweilig. Aber für mich auch, muss man auch ehrlich sein. Die arbeiten da hinten jetzt schön und hier passiert gar nichts. Aber steht schon mal zwei... Das ist natürlich dann auch wieder die Frage, ne? Warum fährt die Badget an eine E7 ran? Wenn sie genau weiß, dahinter wird wahrscheinlich wer stehen. Aber gut, Jindral 001. Ob da irgendwie... Na, ist der B1? Kriegst du irgendwen auf? Scheint nicht so zu sein. Ja, das wäre natürlich mega langweilig, wenn jetzt hier wirklich gar keiner kommt. Würde wenigstens ein, zwei Deppen geben, die jetzt hier ranfahren wollen, oder? Das wäre ja wirklich extrem langweilig. Ja, also die Map ist wirklich auch... Boah. Tja, was er jetzt hier versucht, frage ich mich. Warum er nicht einfach runterfährt. Also das wäre wenigstens was, was er machen könnte. So, das macht er jetzt auch. So, dann gucken wir nämlich mal. Das ist nämlich der Messias hier, der hier gerade runterfährt. Die werden jetzt auf jeden Fall crossen. Die scheinen noch nicht aufgegangen zu sein. Das bedeutet, wir werden auch mal ein Stückchen weiter vorfahren. Hilfe, 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 ist ja schon mal eins. Aber wo ist der Gegner? Wenn wenigstens irgendwas aufgehen würde, ne? Aber es geht hier einfach nichts. Oh, da ist er. Schade, er fährt aber weg. Ist aber schade. Ja, wir werden noch nicht zu viel Druck aufbauen, weil der Gegner wird sich jetzt verlegen.
Wenn er das macht, dann würde ich ungern dastehen. Irgendwas habe ich gesehen von ihm. Irgendwas habe ich gesehen von dir. Komm, mein Kleiner. Also für uns sieht es deutlich aus, ne? Aber wenn ich jetzt rüberfahre, bin ich auf jeden Fall Fokusfeuer. Von daher warten wir einfach mal noch einen kleinen Augenblick ab. Warten ab, um jetzt zu fahren. Jetzt wäre es mal interessant, ob der da durchfährt. Und ob wir ihn dann treffen, wenn er da durchfahren sollte. Also er steht da auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ich glaube, ich habe ihn weggenatzt. Oh, jetzt bin ich aufgegangen. Das ist natürlich immer wahnsinnig ungünstig. Und er geht nicht mal auf hier, der Gegner, ne? Schießt der Leo noch? Geht auch nicht auf. Da stand er schon mal nicht drin, aber hätte ja sein können. Es ist ja natürlich mega defensiv vom Gegner, ne? Also das ist ja schon eine Frechheit, was hier gemacht wurde. Leo, mein Kleiner. Alter, wie defensiv sie stehen, ey. Die haben aber auch ganz, ganz kleine Eierchen, ey, ehrlich. Foch habe ich aufgemacht. Lucky guy. Ja, für den ist das natürlich perfekt hier, ne? Für den armen X30B. Ein geiles Spiel. Mach's gut, Junge. Der Gegner macht es ein, aber auch nicht einfach. Komm, du kleiner Homo-Boy. Wie ich sowas hasse, dieses defensive Abgewichse. Weißt du, jetzt haut er ab. Jetzt hat er ganz, ganz kleine Eier. Jetzt haut er ab, Junge. Na, der Arm-X da außen, der ist mir noch nix.
Aber jetzt sind wir vorne ran. Das sieht schon mal gut aus. Das ist der AMX 30B hinter uns, aber... mal gut, der Leo, der wird da wahrscheinlich auf dem Berg stehen. Ich mal ganz stark von aus. Tja, 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 war du kleiner Superkong. Ach, da ist der Leo hingefahren. Die versuchen aber auch mit allen Mitteln, ey. Die können den da jetzt rausholen, da, oder nicht? Alter, fahrt ihr da jetzt mal bitte hinten drauf? Das sieht es gar nicht, ey. So, my friend. Ja, steht noch ein Kinderwerfer. Da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein, was dahinter noch steht. Tja, traut er sich das nochmal? Das wäre natürlich die große Frage. Ich glaube eher nicht. So wie die dauerhaft gekämpft haben, traut sich hier, glaube ich, gar keiner was. Aber ist egal, dann greifen wir halt an. Ja, 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 mein kleiner Friend. Oh, nee. Na, ja, wobei, da wird gleich nicht mehr viel dran sein. Nope. Das war's. Da bin ich mal gespannt, wie viel noch in den T-57 Heavy reingegangen sind. Den werden wir auch getroffen haben. Also 3-2... haben wir jetzt auf der Uhr stehen gehabt. Ja, 700 scheint es gewesen zu sein. 682, schön. Schönes Ding, ey. Naja, hier schön, schön am Abcampen, wa? Ihr kleinen Mäuschen. Aber das macht man auf der Map auch, ne? Also das muss man natürlich, da muss man auch ehrlich sein. Das ist ein ganz normales Verhalten. So, was fahren wir denn jetzt Schönes? Eine Runde Maus? Nein. Für euch hat das jetzt gereicht. Wir fangen jetzt an, wieder was Schönes zu machen. Nämlich diese beiden Fahrzeuge, die müssen noch ausgeführt werden. Und was gibt es denn Schöneres, als wenn wir das zusammen machen können? Oder was meint ihr? Gibt es was Schöneres? Ich glaube nicht. Jetzt wird es auf einmal so ziemlich dunkel, ne? Muss mal irgendwann das Licht anmachen. So, gucken wir mal die Teams durch. K4E, K4E, aber alles im Achter. Das ist soweit erstmal in Ordnung. Keine Arti. So, dann müssten wir uns eine Position aussuchen, mit der wir klarkommen. Also ich bin auch mal auf, was ist das da vorne? K4, K5. Da bin ich auch schon hingefahren. Ist aber keine gute Position für einen Kranwagen.
weil es einfach zu viele Positionen gibt, von wo du beschossen werden kannst. Und der Turm ist halt seitlich doch einfach zu penetrieren. Also man darf bloß eine Front haben vor einem. Dann ist er gut. Hier der Emil 2. Aber ansonsten, sobald die ein bisschen seitlich drauf schießen können auf den Turm, ist es vorbei mit der guten Panzerung. ST1, wo fährt der denn hin? Fährt der oben lang? Sehe ich das richtig? Fährt der oben lang? Das fährt er tatsächlich. Aber ich muss jetzt mal gucken, wo hier TVP und der andere langfahren. Ich kann mir vorstellen, dass der TVP da gleich aufgeht, aber irgendwie kommt ja nichts. Ich weiß doch, dass du klicken willst, komm. Steht 0-2. Doppel-Batchet. 8er und 9er Batchet. Und sie sind einfach in den Tod gefahren. An der Stelle weißt du doch schon wieder, du kannst eigentlich ausmachen. Was war das denn? Der eine Schuss war schade. Der andere war ganz gut jetzt. Zum Klicken war schon vernünftig. Der Jagd ist da hinten. Steht 0-4, ey. Das waren alles Badgets. 8er, 9er und 10er Badget. Die ES3, die kann natürlich nichts dafür, aber alle anderen drei... Einfach useless. So eine schöne Karte und sie sind einfach nur useless. Komm ich da ran? Tatsächlich, wenn er nochmal hochkommen würde. Aber kommt doch nicht. Leider lade ich nach. Der Jagd, ey. Den will ich mich natürlich nicht anlegen. Wie dann die Schüsse nicht durchhin ist, ist so geil. Wie die Schüsse wieder nicht reingehen, ey. T57 Heavy einfach viel zu hart. Mein Team natürlich viel zu useless. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Gut Job, Jungs. Gut Job. Oh, es ist wirklich dunkel. Ich probiere mal kurz. Zack. Bisschen Licht wenigstens in die Dunkelheit bringen. Siehst du, jetzt bringe ich Licht in die Dunkelheit und schon sieht das Bild scheiße aus. Das war so klar. Naja, dann lassen wir es aus. Dann nehmen wir erstmal die Dunkelheit.
E75 von 322. Starkes, starker Clan, starker Fun-Clan. Mit dem Fahrzeug wird da auf jeden Fall Gold auf mich spammen. Ja, die unsere Batchet ist ganz gut, glaube ich. Ich glaube, die ist ganz gut. Die könnte es hinbekommen. Die fährt auch ganz strange durch. Das ist auch genau richtig da oben. Wir haben hier natürlich jetzt keinen Spotter. So, die Badget holt sich schon mal den Panther raus. Das ist schon mal schön. Jetzt ist natürlich genau die große Frage, was geht da hinten noch auf? STA-2 Hammer. Ich denke mal, ein Leo wird da auch sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der Stadt fährt. Da ist er. T10 geht auch auf. Okay. Schon mal wieder ein Heavy raus. Wir haben noch einen Kinderwerfer hinten zum Decken. Also, da steht auf jeden Fall noch ein bisschen was, was das aufhalten kann, die drei Panzer. Da darf natürlich nicht deutlich mehr aufgehen. Dann sieht es schlecht aus. So, die E7 fährt strange durch und da haben wir schon den E75, den ich gemeint habe. Der WZ steht da sehr, sehr weit vorne. Sehr, sehr dumm. Also in die Position zu fahren, war mega useless. Das hat auch gleich die Strafe bekommen. So, hier haben wir unsere Badget, jetzt hier ein bisschen unterstützt. Schön wäre natürlich trotzdem gewesen, wenn sie hochgefahren wäre. So, die Arti hat einmal geschossen, das ist jetzt aber kein Problem. Unsere Base sieht eigentlich auch noch in Ordnung aus, also das sehe ich jetzt auch noch nicht als Problem. Grille steht dahinter, okay. Tja, da oben wird jetzt ein bisschen Druck aufgebaut, aber eigentlich müssten sie es schaffen. Eigentlich müssten sie es schaffen. Von der Grille würde ich natürlich ungern eine bekommen. Was war das denn? Bin ich jetzt hängen geblieben? Ja, das war klar.
Habt ihr den Schuss gesehen? Mann, 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 Mann. Oh, war das gruselig. Komm, 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 komm. Komm, Grille. Grillchen. Sie will aber auch nicht. Sie will absolut nicht eine dicke Kelle kriegen. Und jetzt will sie. Entdeckt die Grille nicht auch, oder? Doch. Schöne 1100er. Ne, 1300er fast. Aber die Arti gönnt sich. Die Arti gönnt sich. Darf sie ja auch. So, was ist jetzt hier oben los? Okay. Der Kinderwerfer hat Angst. Rheinmetall ist auch noch full life. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Sehr gut. Also hier Branko 1804, der Elite-Spieler in seinem Kinderwerfer, wie man ihn kennt. Schön defensiv bleiben und auf den wichtigen Schuss hoffen im ganzen Spiel. Dann ist es nur einer, aber es ist der wichtigste Schuss im ganzen Spiel. Und da muss man sich drauf vorbereiten. Mental hat er die Luft schon angehalten jetzt. Weil vielleicht... der Rheinmetall snappt ihm den einfach weg. Also es war eigentlich sein deutlicher Schuss. Er spart sich seine Munition auch auf, weil er schießt nur HE, die ist auch sehr teuer. Und da muss man lange einnehmen, weil der Schuss ja sehr lange dauert. Aber vielleicht, er spürt seine Chance, hier die Grille vielleicht noch zu verhaften. Also da sehe ich... Ah, die Badget. Da klaut die Badget einfach ihm den Kill. Branko kann es einfach nicht fassen. Ich persönlich auch nicht. Branko hat aber seine beste Leistung abgeliefert. Also das werden wir auch gleich in der Gefechtsauswertung sehen. Er hat alles gegeben. Er hat alles rausgeholt aus dem Kinderwerfer. Max Schaden. Für die Schussauswertung natürlich. Ja, natürlich. Viermal geschossen, einmal getroffen, nullmal penetriert. Das hört sich nach einem sehr, sehr mächtigen Game an. Der gute alte Branko. Top, top. Also da bin ich persönlich auch ein bisschen stolz auf seine Leistung, muss ich ehrlich sagen. So, dann danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch haben die Funny-Runden gefallen, die wir jetzt hier gemacht haben. Und dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder bei Dübe Detlef and Friends, wie wir hier so ein paar lustige Runden vollziehen. Ich hoffe, euch, wie gesagt, hat es gefallen. Ansonsten schreibt gerne was in die Kommentare rein, falls ihr mal irgendwas sehen wollt oder ihr irgendwelche anderen Ideen habt. Ansonsten einfach bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.